Hallihallo bei einer neuen Folge Minecraft Anno-Style. Ich bin's, euer Rolli, und mit dabei ist zum ersten Mal der Karin Dieber. Etwas sehr Besonderes. Mal ganz was Neues, genau. Und vielleicht als allererstes, bevor wir anfangen, hier irgendwas zu machen. Wir befinden uns beide nicht da, wo wir aufgehört haben, das letzte Mal zu spielen, denn wir haben versucht, eine Folge aufzunehmen, bei der wir auch einige Gäste mit hatten. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Also bei mir sind, glaube ich, in der Folge innerhalb von 15 Minuten viermal die OpenGL-Driver abgestürzt, sodass ich Minecraft geschlossen hatte. Ich hoffe, dass sich das jetzt nicht mehr so verhält. Und bei dir war auch irgendwas. Bei mir war es im Grunde einfach nur so, man hat mich zu Gras atmen gehört. Okay. So, und der liebe Feinei hat hier die Windmühle schon gebaut, die auch recht gut aussieht, muss ich sagen. Allerdings kann ich die noch nicht abnehmen, denn wir haben noch keine Getreidefarm. Und darum werde ich mich ein wenig kümmern jetzt in dieser Folge. Also wir werden mal wieder ein bisschen was fürs Team tun. Ich schau mal, wo ich meine Bäckerei eventuell baue. Die könntest du eventuell in die Stadt mitbauen irgendwie. Yep. Gut, ich hatte schon ein bisschen Materialien geholt. Hier. Nicht sonderlich viel, aber muss erstmal ausreichen. Und ja, dann würde ich sagen, fange ich halt erstmal damit an. Ich kann ja vielleicht erstmal wieder Slash Vote Day und oh mein Gott, Roman. Huh? Die Shader sind an. Bei mir Ohne nicht. dass ich sie extra angemacht habe. Weil jetzt, wo ich sie anmache, sagst du, hey, bei mir sind die Schilder an. Ich glaub's nicht. Ich mache sie nämlich manchmal aus, wenn ich was mache. Okay. Ja, bei mir war ja bekanntermaßen ein bisschen das Problem, dass das nicht so ganz angeblieben ist. Yep. Aber vielleicht jetzt immer mit Shader, Leute. Mit ein bisschen Naja. Glück. Verspreche nichts, was du nicht halten kannst. Ja, ich weiß auch. Ich weiß auch. So. Dann schauen wir mal gleich noch ein bisschen mehr Holz. Das ist ja hier gleich der Holzfäller und ich habe kein Essen mehr. Das ist sehr gut. Das ist blöd. Warum merkt man sich so doof zum Aufnehmen, ohne Scheiß mit Was zur Kamera? Hölle? Was ist das gerade? Would succeed. Time set today. Hast du gerade Would Yes gemacht? Nö. Ich habe eigentlich nur das gemacht. Bei mir ist es gerade wieder dunkler geworden. Ja, aber mir ist der Sonnenaufgang mäßig. Naja. Ja, Lassen egal. wir das mal. Irgendwo was zu essen mir besorgen, Mensch. Aber gerade was auf unseren Kanälen gerade abgeht, gell? Nicht nur auf deinen. Also nicht auf unseren, sondern auch auf meinen alten. Wieso, inwiefern? Hab in dieser Woche 7 Abos gemacht. Okay, cool. Und bei uns waren es jetzt an einem Tag 3 Abos. Okay. Ja, ich brauche noch einen Wegpunkt für unser Dingens. Für unser Dingens, ach ja. Für unsere Stadt, meine ich damit. Ja, apropos, wir könnten mal anfangen, sozusagen über ein Thema zu reden. Ein Thema haben wir nämlich mal wieder sozusagen entdeckt. Und zwar Zufällig. habe ich ein Musikvideo gesehen. Allerdings fällt mir gerade nicht mehr ein, von was für einem Musikstück das war. Es tut mir sehr leid. Vielleicht fällt es mir wieder ein und ich schreibe es in die Videobeschreibung. Wenn nicht, ist es mir nicht wieder eingefallen. Ich habe sie nicht gesehen, ich kann es nicht sagen. Ja. Und da ging es, wie so häufig, um das Thema, ja, schwule Beziehungen, was ja in relativ vielen Musikvideos auch sozusagen mit Thema ist. Allerdings auf eine ziemlich interessante Art und Weise. Und da ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass so Schwulsein doch auch kleine Vorteile mit sich. War nur der Fischer. Alles in Ordnung. Ich leide schon unter Verfolgungswahn. Auch so kleine Vorteile mit sich bringt. Also im Vornherein
ich bin nicht schwul, ich habe eine Freundin. So, bevor da jetzt irgendeiner damit anfängt. Aber wenn man sich halt mal so überlegt, ne, ich meine, so eine Freundin ist echt schön, ne? Also ich will jetzt nicht keine Freundin haben. Aber ist halt immer so eine Sache, die kostet natürlich auch Zeit. Ganz logisch. Die sollte man auch investieren. Weil wenn man das nicht tut, dann hat man nicht mehr lange eine Freundin. Kann ich euch als kleinen Tipp sozusagen geben. Danke. Ja, bitte, bitte, bitte. Habe ich jetzt Getreide? Ja. Ist hier eine Werkbank? Ja, okay. Mal ganz kurz ein bisschen was zu essen machen, bevor ich weiterrede. Ja, und in diesem Video ging es halt jetzt nicht um sozusagen irgendwie eine großartig romantische Sache des Ganzen, sondern alleine um die Sache halt miteinander Zeit zu verbringen und sowas. Und da ist es halt nun mal so, dass sozusagen gleichgeschlechtliche Paare oder gleichgeschlechtliche Leute oftmals größere Überschreitungen der Interessensgebiete haben. Also zum Beispiel, es ist jetzt eher, also es gibt sowas auf jeden Fall, aber es ist jetzt eher untypisch, dass Mädels halt so Gamer sind zum Beispiel. Und genauso ist es untypisch, dass sich, ja, dass Jungs gerne einkaufen gehen oder also einkaufen im Sinne von richtig shoppen gehen, so mit den Mädels oder sowas. Und ja, wenn man da sozusagen schwul wäre, hätte man sozusagen das Problem nicht, dass man miteinander Zeit verbringen muss, weil man das sozusagen fast schon automatisch tut. Und ja, in diesem Zuge habe ich ein volles Inventar. Die Blumen brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ja, wollte ich sozusagen mal ansprechen, warum trotzdem noch viele dem Thema Schwulsein sozusagen so negativ gegenüberstehen. Weiß ja nicht, also ich schätze mal ganz stark, dass du selber nicht schwul bist, aber kennst du vielleicht irgendwen in deinem Umfeld oder sowas, der schwul ist oder schwul war? Nicht mehr so, dass ich sagen würde, ich sehe den jetzt öfter, aber ja, kenne ich noch von Schule und so weiter. Okay. Der hat es aber immer offen genommen, also das war immer so einer, der gesagt hat, ja, ich bin schwul, entweder ihr könnt mich trotzdem leiden oder ihr habt Pech gehabt. So in der Art. War ziemlich cool drauf, der Typ. Okay, und wir haben das sozusagen dann die anderen gesehen, war da sehr viel Verständnis dabei oder wurde der halt so, war der sozusagen auch mal so ein bisschen so ein Außenseiter? Am Anfang, als es offiziell wurde, das hat sich ja ziemlich langsam verbreitet, weil der ja, Typ war klar. Eher so, man kann sagen, so, ja, man hat sich halt auch nicht wirklich angesehen, weil er halt normal drauf ja, war. Ja klar, sowas ist auch also kein nichts, was irgendwie mit Rasse oder sowas zu tun hat, was man einem ansieht, ja. Erst bemerkt, als man halt mal bei Facebook seine Bilder angeschaut hat. Ja. Also, da hat man bemerkt, okay, ja, der küsst mehr Leute als so sein Vater. So mehr Männer ja, ist Fall, auch immer so eine Sache, also weil du das gerade ansprichst mit dem, man hat es ihm nicht angesehen. Es gibt halt gerade auch sehr viele Vorurteile gegenüber dem Thema Schwule. Und ja, einer dieser Vorurteile ist halt auch, dass Schwule sozusagen immer dieses Tuntenmäßige haben und immer die komisch sprechen und ja, und immer so sich sozusagen auch komplett anders verhalten. Ja, genau. In dem Zuge, wo ich Roman sozusagen das gesagt habe mit dem Musikvideo, nachdem ich das geschaut habe, weil das fand ich wirklich ein sehr interessantes Musikvideo, was sich halt mal auf andere Art und Weise mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ist jetzt blöd, dass mir echt der Interpret und der Titel nicht mehr einfällt. Vielleicht finde ich es ja noch. Das muss also ja, da hast du auf jeden Fall gesagt, ja, warte, jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt. Ne, ich sag mal so, am Anfang habe ich es ziemlich auf die Schippe genommen und so ein bisschen dich geärgert damit. Und dann, als du mir gesagt hast, dass er gut, die hätten es vielleicht dann mit dem was machen, weil er einfach zocken und so weiter und gut ist. Ja. Habe ich natürlich dieses gute alte Vorurteil, was man halt eher in Filmen sieht, gesagt. Und zwar, oft gibt es ja diese Seite mit, dass die eine eher die weibliche Person, die andere eher die männliche Person. Danke, genau darauf wollte ich hinaus. Bitte.
Ja, genau. Also ich weiß halt jetzt auch nicht, also ich kenne persönlich auch nur eine schwule Person, auch aus der Schulzeit. Allerdings ging die nicht mit mir in eine Klasse, sondern in die Klassenstufe meiner Schwester. Also ich kenne die wirklich nur recht entfernt. Ich weiß aber, dass es bei uns an der Schule mehrere Schwule gegeben hat und das ist ein sehr, sehr blöder Reim. Aber nicht zu ändern. So, da, okay. Und der, ich weiß nicht, ob der wirklich so ein Schwuler war. Ich glaube, der hat das allerdings wirklich nur gemacht, weil er das irgendwie, weil er anders sein wollte oder sowas. Also ich glaube nicht, dass der da voll und ganz von überzeugt war. Das war wirklich so einer, der halt so tuntenmäßig drauf war und sowas. Und also zumindest ein bisschen auf jeden Fall. Und solche Leute gibt es natürlich auch. Und meine Vorurteile sind natürlich nicht immer gerechtfertigt, aber sie entstehen auch nicht grundlos, was man sich auch mal bewusst sein muss. Naja, also ich glaube, es gibt ja schon noch genug Beweise, also Beweise, klingt jetzt dumm, Beweise, Ja. aber es gibt ja auch genügend, die das bestätigen, dass es so ist, wie ich es gerade vorher gesagt habe. Also ich weiß halt, es ist eventuell nicht die Mehrheit, aber es gibt das, genauso wie es Leute gibt, wie es Männer gibt, die Frauen schlagen und Frauen gibt, die Männer schlagen. Ja, klar. Das gibt es beides, also. Was vielleicht auch noch, ich weiß nicht, ob das inwiefern das verallgemeinerbar ist, also verallgemeinerbar sicherlich nicht, aber was mir auf jeden Fall auch bei ihm aufgefallen ist, ich habe das halt hauptsächlich durch meine Schwester mal mitbekommen, ist, dass Schwule ein bisschen unkomplizierter dahingehend sind, wenn es darum geht, irgendwie Schluss zu machen oder sowas. Und dass die generell irgendwie ziemlich schnell dann auch irgendwie den Partner wechseln. Also da sozusagen zumindest in diesem Alter, also so, ja, Jugendliche oder sowas, relativ, ja, untreu jetzt nicht. So, das würde ich jetzt nicht behaupten. Weil untreu ist für mich, wenn man sozusagen noch in einer Beziehung ist, dass man dann sozusagen fremd geht. Ich meine jetzt eher, dass man, dass halt so eine Beziehung dann auch nicht so lange hält. Dann auch eine Frage, woran das liegt. Also es gibt natürlich auch immer diesen Vorurteil wieder, dass Männer halt relativ untreu sind und ziemlich oft fremdgehen. Genauso gibt es natürlich auch Frauen, die fremdgehen und sowas, was allerdings natürlich jetzt eher weniger sozusagen immer als Vorurteil gesehen wird. Oder was denen weniger vorgehalten wird, sagen wir Naja, es also mal ich so. kann jetzt so meine Meinung sagen und so. Also Fremdgehen ist so oder so immer eine dumme Sache. Ja, Nur halt, auf jeden ich Fall. finde, ich meine Meinung jetzt, kann auch wieder ein Vorurteil sein, ist aber meine Meinung, was ich so mitbekommen habe. Also ich kann mal so sagen, ich bin nie fremdgegangen, weil, naja, ich sag mal so, weniger mache ich mit einer Person Schluss, als fremd zu gehen. Ja. Ist mir auch schon passiert, dass eine Freundin von mir fremdgegangen ist, also so ist es nicht. Okay. Und ich muss sagen, mir ist aufgefallen, dass als ich halt da mich halt wirklich, ich habe mich da wirklich angegriffen gefühlt, das war wirklich so, ich war genervt, ich war aggressiv drauf und habe mich auch bei jedem zweiten Typen und so ausgeheult. Und das war wirklich so, also wenn ich mit so Typen gegangen bin und mit ihnen geredet habe, so ja, voll die Schlampe, bla 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 bla. Und oh, warte mich mal schnell, wo jetzt. Und bei Frauen oft, oder gerade bei Freundinnen von der, weil die haben mich oft dann angeschrieben und so. Keine Ahnung, warum das so war, aber das war bei mir jetzt ziemlich oft so, dass mich Freundinnen anschreiben, wenn ich Schluss mache oder wenn irgendwas ist. Aber halt gerade zu dem Thema so, ja. Ich soll mich da nicht so gekränkt fühlen. Ich meine, so schlimm ist es ja jetzt auch wieder nicht. Und ich kann mir, und wenn ich fremdgegangen wäre, bin ich mir sicher, das sage ich jetzt einfach mal so ganz frech, hätten die was anderes gesagt. Ja, denke ich auch. Deswegen, ich finde, Also sag mal so, also was ich, also ich dass finde. mal sowas nicht gut geht, auch mit einer Beziehung, das ist ganz logisch, vor allem halt im etwas jüngeren Alter, dass man da natürlich auch relativ unerfahren ist und erstmal sozusagen Erfahrung sammeln muss. Das ist mir durchaus bewusst, aber Fremdgehen ist schon eine Sache, die meiner Meinung nach gar nicht geht. Stimme ich voll und ganz mit dir überein. Aber wir kommen ein bisschen trotzdem vom Thema ab.
Also, ich denke mal, dass sozusagen 99 oder sagen wir mal 98% der Leute, zumindest in Deutschland und in Österreich und oder verallgemeinern was mal im aufgeklärteren Teil Europas, sozusagen jetzt sagen würden, wenn man sie fragt, ja, hast du was gegen Schwule, dass da 98% der Leute sagen würden, nein, habe ich nicht. Was allerdings natürlich was ganz anderes ist, ist, wenn man jetzt sozusagen mal fragt, ja, was wäre, wenn sich jetzt euer bester Kumpel oder sowas als schwul outet oder für die etwas ältere Generation halt, was wäre, wenn eure Tochter lesbisch sich als lesbisch herausstellt oder euer Sohn als schwul oder sowas. Ich glaube, da sehen das die ganzen Leute schon anders, weil sozusagen dieses mit dem schwul sein und sowas haben die meisten Leute erstmal sowas dagegen, aber oh, hi, du bist ja bei mir hier. Na, gerade zufällig bin ich hier und ich suche gerade mein Backup-Platz, deswegen. Okay. Geht weiter. Aber halt nicht, wenn es einen selber betrifft. Sozusagen. Ich denke mal, da muss man auch wiederum so ein bisschen abgrenzen. Ich glaube, eine Tochter oder ein Sohn, was jetzt homosexuell wird, ist immer noch, Ja. ist trotzdem immer noch anders als ein Freund, der homosexuell wird. Also, Ja, sicherlich. Sicherlich, weil die Bindung einfach eine komplett andere ist von Vater zu Sohn, beziehungsweise Elternteil zu Kind allgemein ich kann gesagt, halt. als zu einem Kumpel, genau. Also, wenn es mein bester Freund homosexuell wäre, das wäre, glaube ich, am Anfang ziemlich komisch, weil ich könnte auch normal zu ihm sein. Also, denke ich mal, also ich denke, so wird sich ja nichts verändern eigentlich. Nur halt, dieses im Hinterkopf weiß man die ganze Zeit, der ist homosexuell. Man weiß genau, der wird einen nie anfassen, der wird einen nie was tun, nie was. Also, darum geht es jetzt nicht, aber. Also da gibt es auch ein paar, die paranoid sicher sind dann, aber ich halt nicht. Aber es ist schon so, manche Jokes würdest du, glaube ich, nicht mehr so bringen, weil du genau weißt, so wie früher läuft er nicht mehr. Ja, stimmt. Also es würde sich auf jeden Fall was verändern. Wobei sich ja die Person an sich nicht geändert hat, sondern ja Nein, nur halt das aber würde über Bild. den Joke ja auch noch lachen, aber nicht mehr, es wäre immer noch anders, das Lachen, glaube ich. Glaube ich. Ich kann es nicht sagen, also. Bester Fall wurde nicht homosexuell und bei mir hat es noch nie keiner so plötzlich geoutet. So. Also, jetzt sagen wir, der und der ist jetzt, boah, der hat mir gestern gesagt, dass er homosexuell ist. Aber ich kann halt nur sagen, ich hätte dagegen nichts. Also. Ja, was ich auch relativ schlimm finde, also ich weiß, dass es so rum auch gibt. Ich meine, sicherlich ist dieses Thema, sich als schwul sozusagen zu outen, auch nicht einfach und so. Aber boah, das sieht irgendwie alles kacke aus, ich hier baue. Aber es gibt halt auch Leute sozusagen, die dann sozusagen sich nicht outen wollen, die das Ganze sozusagen verheimlichen wollen. Und ich meine, gerade wenn man halt so bester Kumpel ist oder sowas. Sowas kann man vor seinem besten Kumpel nicht ewig irgendwie sozusagen jetzt geheim halten. Ich sag Und euch weil ich jetzt auch was sozusagen auch mal so. fragen würde, was, ja, was ist jetzt, wenn du sozusagen mitkriegst, dass entweder dein bester Kumpel schwul ist, aber er sagt's dir nicht? Auch irgendwie eine total doofe Situation, oder? Also ich muss sagen, wenn man jetzt, wenn es wirklich der beste Freund ist, man kriegt ja ziemlich schnell was mit, wenn mein bester Freund irgendwas ist an der Ja. an am, am Körper, also wie es sich halt so an der Körpersprache, genau, und so weiter, und wie er redet und so weiter. Man weiß, da ist was. Und man weiß auch genau, immer als bester Freund eigentlich, also sowas bei mir immer, wenn da irgendwas ist, was raus muss. Und jetzt auch noch einmal ist, irgendwie herumschreien. Also ich kann euch so sagen, gerade, ihr müsst es ja nicht jedem sagen, aber sagt zumindest dem, dem ihr mir am meisten vertraut. Ja. Ihr habt erstmal zwei Sachen, die ihr herausfinden könnt. Erstens, könnt ihr ihm wirklich vertrauen, und zweitens, ihr habt wem und ihr wisst genau, und ihr habt wem zum Reden dann auch, also so dumm das klingt, also ihr könnt damit euch mit wem unterhalten und er weiß genau, um was es geht. Ja, die Frage ist halt auch im Endeffekt, wenn man sie diese Entscheidung für sich jetzt getroffen hat, ist ja auch. Es muss ja nicht unbedingt eine Entscheidung sein, die man jetzt sozusagen fürs Leben oder sowas trifft. Ich meine, man kann da sozusagen auch irgendwann sagen, nee, es war doch nicht das oder es hat sich halt was in meinem Leben verändert. Und aber es ist halt doch schon eine Entscheidung, die das Leben an sich erstmal im Moment doch
stark beeinflusst. Und ich denke, dass man, wenn man diese Entscheidung getroffen hat, auch im Endeffekt dann damit leben muss. Und dass man sich dann sozusagen auch sagt, ja, dann ist es halt so und dann müssen halt die Leute in meinem Umfeld auch damit leben können und wenn sie das nicht können, dann sind sie vielleicht auch nicht meine Freunde. Gut, das ist auch eine sehr persönliche Entscheidung, also ich will jetzt nicht, dass ihr jetzt dann sozusagen sagt, unbedingt, ja, dann bin ich nicht mehr mit denen befreundet oder sowas, aber ja. Also im Grunde müsst ihr natürlich wissen, was für euch das Beste ist. Also wir können nur im Grunde nur sagen, wie wir reagieren würden, also ja, klar. Und mich würde es auch ziemlich interessieren, sozusagen, wie ihr reagieren würdet, wenn ihr in dieser Situation seid. Was uns natürlich halt, also was mir zum Beispiel wichtig ist, ist, dass sich dann trotzdem der Typ nicht verändert. Weil, also wenn jetzt zum Beispiel ich wissen würde, okay, mein bester Freund wird schwul, dass der Typ nicht verändert. Also dass der Typ der Alte bleibt und ich plötzlich, sag mal, was es auch angibt, also was ich bei einer Person mal erlebt habe, das war die zweite Person, über die ich noch gar nichts verloren habe, die jetzt aber auch hier rein muss. Normaler Typ, cool drauf, ist wirklich, in Österreich würde man sagen, leiwand. Aber okay. Plötzlich, du merkst wirklich, zieht sich anders an, aber man denkt sich so, ja gut, ich habe auch letztens zwei neue Jeans gekauft, läuft so. Und dann plötzlich merkst du, okay, aber jetzt redet der gleich richtig durch die Nase. Und plötzlich von einer normalen Stimme wie hey, servus zu hi. Okay, also auch so ein sozusagen ja, also so ein Vorurteils. Also ich habe dann aber auch nicht direkt gesagt so geh weg. Aber er hat sich geschafft, wirklich so Leute wie mich wegzuekeln. Also okay. Das ist, meine, wenn jetzt eine Person zu mir hinkommt und sagt, hi, sag ich nochmal Servus. Also nur weil eine Person jetzt so wie eine Tunte ist, muss ja auch kein schlechter Mensch sein im Grunde. Ja, logisch. Das ist natürlich, das dürft ihr auch nicht vergessen, weil es eine Person so wie dieses typische Schwule, was wir halt erst im Kopf haben, sag ich mal so. Also weil ehrlich, ja. Jeder, der an Schwul denkt, hat das erste hi im Kopf. Und nicht Servus. Also, denke ich auch. Ich meine, es gibt halt wirklich beides. Und wie gesagt, also das heißt jetzt auch nicht, dass es solche Vorurteilsleute halt nicht gibt. Die gibt es auf jeden Fall. Aber die werden auch in Filmen oft genug sozusagen gezeigt. Genau. Was ich dann aber auch noch ziemlich, wo wir jetzt auch noch das Thema angekratzt haben, war ja, wenn jetzt das eigene Kind schwul wird. Ich meine, wir können darüber gerade wenig sagen, weil wir sind halt, also zumindest ich weiß es von mir. Ich weiß nicht, was du so treibst, wenn du mal sagst, ich bin ein Wochenende nicht da oder so. Ja, nee, ist jetzt nichts irgendwie. Nichts, was du weißt, alles klar. Nee, ich bin da nichts bewusst, genau. Ja, aber wir können es uns halt denken, also man kann zumindest mal schon mal. Also gut, meine Freundin hat gesagt, ja, sie muss sich mal einen Schwangerschaftstest kaufen, weil sie muss einen Vortrag in Bio halten über Schwangerschaftstests. Oh, Tom. Ja, Max, ne? Das ist der Falle. Herzlichen Glückwunsch, das du bist Vater. Oh, Max, herzlichen Glückwunsch. Nein. Nein. Also, darf ich der Dorfvater sein vielleicht? So? Du kannst nein, ihn nein. Ruhig nach mir benennen. Ah, okay. Aber Rolli mit zwei E am Ende. Was? Mit zwei was? Mit zwei E am Ende. Okay. Rolli. Wenn du meinst. Ja, ist wichtig. Okay. Ich werde es mir merken. Da kann ich mein zweiter Account leichter loswerden, so. Ja, also. Wir driften vom Thema ab. Aber im Grunde wirklich, ich glaube, dass das sogar irgendwie auf. Also gerade, ich sag jetzt mal, als Vater, wenn die Tochter lesbisch ist, ist sie eher so ein Gott sei Dank keine Kerle. Hui. Naja gut, das bezweifle ich jetzt mal ganz stark, dass da so deine Reaktion so wäre. Ja, also ich glaube, ich würde es einfach akzeptieren. Also was... Ja. Also was soll man... Es ist aber was auch noch so eine Sache, die du gerade sozusagen ein bisschen angesprochen hast, die wir vielleicht auch nochmal... Ich meine, die Zeit ist jetzt schon ziemlich rum, aber...
Es ist, finde ich, irgendwie in der Öffentlichkeitswahrnehmung auch immer noch unterschiedlich, ob sich jetzt sozusagen um Schwule handelt oder um Lesben. Habe ich irgendwie das Gefühl. Also Lesben ist zumindest so meine Erfahrung. Ich kenne jetzt keine Lesbe persönlich oder sowas, aber ich habe das Gefühl, dass die jetzt in der Gesellschaft eher akzeptiert sind, dass das jetzt eher als normal angesehen wird, als sozusagen ein schwules Darf ich Pärchen. dann eine Theorie machen, sozusagen, was ich mir mal Selbstverständlich. im Kopf gedacht habe, weil ich mir das Thema auch schon öfter mal Gedanken mache? Und zwar, dass sich oft so Mädchen so irgendwie so Bussis geben, so oder öfter mal umarmen Ja, und das stimmt. Liebes- und Herzchen überall hinschreiben und alles. Ich glaube, deswegen wird das nicht so krass genommen, weil es ist nicht so neu eigentlich. Es ist für einen so, ja, das kenne ich, das ist bei mir in der ganzen, in der Schule machen das fast alle Mädchen. Als jetzt zum Beispiel jetzt ein Kerl geht zu einem anderen Kerl und gibt ihm ein Bussi auf die Wange oder so zum Beispiel. Ja. Das schauen halt alle eher hin. Ich glaube, Das stimmt auf das jeden könnte Fall. eines der Gründe sein. Ob das der Hauptgrund ist, weiß ich nicht, aber ich kann es mir halt denken. Ah, da könntest du auf jeden Fall recht haben, ja. Gut, wie gesagt, die Folge ist vorbei. Wir haben das Thema mal so ganz, ganz knapp angekratzt. Also zu dem Thema könnte man problemlos ewig weiter labern, aber wir wollen das jetzt auch nicht tun. Also wir werden das in der nächsten Folge auch, denke ich mal, jetzt nicht weiter vertiefen, dieses Thema, aber wir wollten es zumindest auch mal angesprochen haben. Natürlich ist dieses Thema auch immer schon ziemlich ausgeleiert. Das kann man sagen, das muss man so Jo. sagen. Es ist. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet es trotzdem einigermaßen interessant, wie wir darüber denken. Wir finden es natürlich auch mal interessant, wie ihr darüber denkt. Also könnt ihr es gerne mal schreiben. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.